Eine ungewöhnliche Perspektive. Auf Tauchgang mit einem Pinguin. Eine Kamera auf dem Rücken bei der Jagd nach Fischen. Eine Kolonie afrikanischer Brillenpinguine in der Nähe Kapstadts haben Wissenschaftler beobachtet. Nur hier in Südafrika und in Namibia leben diese gefährdeten Vögel. Und es werden immer weniger. Ihre Zahl ging in den vergangenen 20 Jahren auf ein Drittel zurück. Jetzt wissen wir, dass ein Mangel an Nahrung die Hauptursache ist, sagt eine der Wissenschaftlerinnen. Wir können den Pinguinen helfen, indem wir ihnen Brutstätten sichern, aber vor allem müssen wir ihnen mehr Fische im Ozean lassen. Auch diese Pinguinklinik in Kapstadt war an der Studie beteiligt. Hier heißt es, vor allem der kommerzielle Fischfang sei schuld am Verschwinden der Tiere. Gesundheit und Gewicht der Pinguine untersuchten die Wissenschaftler und stellten fest, dass ihr Zustand sich deutlich verschlechterte, wenn die Größe der Fischschwärme abnahm. Auch Minisender brachten sie an den Tieren an und fanden heraus, dass die Pinguine bereits ihre Wanderbewegungen verändern mussten. Normalerweise kommen Pinguine immer wieder zurück in die Kolonie, wo sie geboren wurden. Inzwischen wählen sie gezielt die Kolonie, wo es noch Fisch gibt. Doch auch mit dieser neuen Strategie der Pinguine nimmt deren Zahl weiter ab. Die Wissenschaftler sehen deshalb nur eine Lösung, eine strengere Begrenzung des industriellen Fischfangs.